Russell schießt gegen Schröder. D'Angelo Russell hat Dennis Schröder für sein Verhalten während ihrer gemeinsamen Zeit in Los Angeles hart kritisiert. Laut dem 28-Jährigen sei der Deutsche der Grund gewesen, weshalb er zu Headcoach Darvin Ham keine echte Beziehung aufbauen konnte, erklärte er gegenüber ESPN. Schröder und Ham kennen sich aus Atlanta. Laut Russell sei seine Rolle in den Playoffs zugunsten Schröders limitiert worden. In der Postseason stießen die Lakers bis in die Conference Finals vor. Dort verloren sie allerdings deutlich mit 0:4. Aus Russells Sicht wurde er zum Sündenbock gemacht, was sich durch das fehlende Verhältnis zum Headcoach verdeutlicht hätte. Als ich Probleme hatte, hätte ich normalerweise zum Coach gehen können und wir hätten drüber geredet, erklärte er. Stattdessen gab es keinen Dialog, ich habe das einfach akzeptiert. Mittlerweile ist der 28-Jährige jedoch unumstritten und hat sich als dritte Option bei den Lakers etabliert. Ich mag unsere Chancen, sagt der 28-Jährige, ehe er in Bezug auf Schröder ergänzte, ich bin hier und er nicht. Barrett trauert um Bruder. RJ Barretts jüngerer Bruder Nathan ist unerwartet verstorben. Das teilte die Familie, der kanadischen Basketballverband und die Toronto Raptors in einem gemeinsamen Statement mit. Über die Todesursache oder das Alter wurden keine Angaben gemacht. Unsere Familie ist erschüttert über diesen großen Verlust, aber wir werden die Erinnerung und die gemeinsame verbrachte Zeit in Ehren halten, heißt es in der Erklärung. Nathan war ein gottesfürchtiger junger Mann mit starkem Charakter. Er war nachdenklich, freundlich, liebevoll, mitfühlend, kreativ, bewundernswert und engagiert, heißt es weiter. Nathan spielte wie Barrett Basketball an der Montverde High School in Florida. Sixers verpflichten Jones. Die Philadelphia 76ers haben Kai Jones als Backup-Center verpflichtet. Das berichtet Adrian Wojnarowski. Der 23-Jährige stand bis Oktober bei den Hornets unter Vertrag, die ihn 2021 in der ersten Runde gedraftet hatten. Nach einer Reihe von bizarren Social-Media-Posts trennte sich die Franchise jedoch vom Big Man. Unter anderem gab er an, besser als seine Teamkollegen LaMelo Ball und Brandon Miller zu sein und LeBron James in einem 1-gegen-1 schlagen zu können. Es wird gemunkelt, dass er bei diesen Aussagen unter Einfluss von Drogen stand.